was ist ein Balanced Portfolio? Denn das ist aus meiner ganz persönlichen Sicht die schlechteste Entscheidung, die du als Investor treffen kannst, und doch findest du sie in nahezu allen Mischfondsanlagen von Banken und Kapitalgesellschaften wieder. Was ist ein Balanced Portfolio? Lass mich mal so anfangen, es gibt Menschen, die sagen, und dazu gehöre ich auch, ich möchte mein Portfolio so ausrichten, dass es meinen Zielen dient und mein persönliches Ziel ist, maximales Kapitalwachstum und natürlich eine hohe Qualität und Güte der Erträge sicherzustellen. Und deswegen besteht mein Portfolio im Investmentbereich ausschließlich aus Aktien. Zu einem sehr großen Teil aus Growth-Aktien, also aus wachstumsstarken Aktien, und zu einem Teil aus starken Dividendentiteln, die also eine regelmäßige Gewinnausschüttung vornehmen. Und in Abhängigkeit deines ganz persönlichen Lebensalters könntest du jetzt sagen, ich gehe nur auf Growth-Aktien, also nur auf Wachstum. Oder wenn du ein bisschen älter bist und mehr die Erträge aus deinem Vermögen verbrauchen möchtest, dann gehst du auf Dividendentitel. Wenn du ein Aktienportfolio hast, dann weißt du auch, die Märkte bewegen sich nach oben und nach unten. Du hast mal sogenannte Bullenmärkte, Boomphasen, wo über einen sehr langen Zeitraum die Börse gefühlt permanent nur am Wachsen ist. Und dann hast du sogenannte Bereinigungs- oder Korrekturphasen, in denen die Börse mal runtergeht. Ganz wichtig nochmal zu verstehen, die Börse ist nur ein Marktplatz. Also der Preis, den du an der Börse für eine Aktie bezahlst, der hat in der Regel nicht wirklich was mit dem Wert des Unternehmens zu tun. Dazu habe ich dir schon mal ein Video gemacht. Schau dir das gerne nochmal an. Jetzt gibt es aber eben auch Menschen, die sagen, es ist mir völlig egal, wie sich die Märkte verhalten und dass ich regelmäßig aus einem gut sortierten Dividendenportfolio meine Aktiendividenden beziehen kann. Mein Problem ist, ich möchte Kapitalsicherung betreiben. Ich möchte das gute Gefühl haben, dass mein Kapital nicht sehr schwankungsintensiv ist. Und das ist die sogenannte Beruhigungspille für Investoren. Das ist ein sogenanntes Balanced Portfolio und das besteht inhaltlich aus einer verschiedenen Anzahl und Mischung unterschiedlicher Assetklassen. Ein typisches Balanced Portfolio könnte so aussehen, dass du sagst, ich möchte ca. 35% in Aktien haben und die sollen mir auch noch Dividende ausschütten. Und dann möchte ich zur Sicherheit als Gegenpuffer ein sogenanntes Rentenportfolio drin haben, also einen Anteil an festverzinsten Wertpapieren, und das sind in der Regel Staatsanleihen oder Unternehmensschuldverschreibungen oder ähnliche Strukturen, wo du einen festen Zinssatz bekommst und du praktisch mit deinem Kapital Darlehensgeber für den Schuldner wirst. Und damit die Märkte sich auch ein bisschen ausnivellieren können, wenn die Aktien mal schwanken oder die Rentenmärkte mal schwanken, packt man in diesem Beispiel vielleicht noch 7,5% an Edelmetallen mit rein, Gold, Silber, Palladium, oder man packt also weitere 7,5% an Rohstoffen mit rein. So, das wäre ein Balanced Portfolio.